nochmal subtiler vorgehen. Wenn sich in der nächsten Woche nichts ändert, übergeht die Sache Ramirez als Vertragsbruch. Übergebt. Okay. Also, ja, habe ich noch nicht so verstanden den Zusammenhang. Vielleicht erschließt sich das noch irgendwie. Aber ich meine, dass man dem Ramirez nochmal irgendwann auch noch über den Weg läuft. Glaube ich, der Captain der Wache oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Werden wir auf jeden Fall noch, denke ich mal, irgendwie treffen. Ja, das hat sich doch schon mal gelohnt hier. Dieser sonderbare Gang. Oh ja. Dann. Wir hätten jetzt zwar ein bisschen, wir wissen jetzt zwar, wir hätten ein bisschen weniger Zeit. Suche da unten. Ja, gut, das müssen, ist halt der Project oder allgemein ja Spiele, die ich meistens spiele. Die meisten, die sich meine Let's Plays anschauen, wissen das halt, dass man auch mal ein bisschen leidensfähig sein muss, wenn ich erstmal in die falsche Richtung latsche. Gerne genommen in Deus Ex, wenn ich einfach mal in die komplett falsche Richtung gehe. Auch wenn meine Minimap eigentlich was anderes anzeigt. Bin ich da ganz groß dran. So. Ob er die auch liest, oder sind sie nur zur Schau? Sehr gut, Garrett. Verehrter Lord Befford, eine jüngst erhaltene Lieferung von Antiquitäten aus Bonn enthielt einige Stücke, die, so erlauben wir uns aufgrund eurer früheren Käufe zu vermuten, euer Interesse finden könnte. Die Beschreibungen liegen anbei. Wir würden uns freuen, euch jederzeit in unserem Geschäft begrüßen zu dürfen, um die Stücke oder andere Antiquitäten persönlich zu begutachten. Ein Prunkzettler von etwa 1 Meter Länge. What the fuck? Ein Korpus aus Wehrholz ist das Muster aus Doppelstern mit Punkt. Zentimeter der Zwinge sowie 12 cm des Griffes sind im polierten Kupfer eingefasst und mit feinster Dunkelglasur bezogen. Überragendes Merkmal des Prachtstücks ist jedoch der 15 cm große Wolkenstein in Tränenform. Eines der prächtigsten Exemplare, die wir je gesehen haben. Eine Schatztruhe aus silbernem Birkenholz, gut 60 x 80 cm groß. Der Deckel besteht aus Perlholz mit Einlegearbeiten aus Onyx. In das Holz ist ein Labyrinthmuster geschnitzt. Die Truhe steht auf Füßen in Form geschnitzter Löwenpranken, deren jeder eine Kristallkugel umklammert. Das Truheninnere ist in zwei Hauptfächer unterteilt, eines besitzt Glasborde, das andere nicht. Unter den Fächern befindet sich ein verschließbares, 5 cm hohes Geheimfach. Im falschen Boden könnt ihr eure wertvollsten Schätze lagern. Grimworth und Deperon, Antiquitäten und wertvolle Reliquien. Ja, besten Dank für die Info. Hat man gleich das Geheimfach mit aufgeschrieben, wo wir bestimmt noch was drin finden werden. Und, ja, dem. Immer schön Gold mitnehmen hier. Pyros, kann ich irgendwie. My Lordy Befford. Ihr sagtet, ich sollte mit Ginny reden. Hab ich getan. Dragboon meinte, die Hamoritenherzen sind wohl unterwegs gewesen. Schleichend und schnüffelnd haben so manchen gekrallt und der ist an einem kalten Stein unten in ihren Ketten geschmiedeten Zellen verschwunden. So sieht's aus. Die haben sich in der letzten Dunkelheit euren Händler Tarquis und zwei Kunden gegriffen. Die Namen sind wahrscheinlich Lisal und Rien. Einfach eingesackt, als sie rausgingen und es waren nicht die ersten, sagt Ginny. Kein Wunder, dass Dragboon dieser Tage immer schlechter besucht wird. Können einerseits keiner was dafür, aber ich habe Ginny doch ganz schön gedroht mit Blutuntergang und so. Hab keine Sorge, er werde jetzt ganz schnell lernen, wie man sich die Hamoriten vom Leib hält und ablenkt. Wegen eurer Victoria noch nichts Neues. So wenig Spuren, wie ich von der gefunden habe, wandelt sie wohl 3 cm über der Erde. Okay, also ich denke, das wird da die Rede von seinem Bordell sein, was der gute Lord Befford hier betreibt. Und er hat wohl scheinbar ein Problem mit den Hamoriten. Die das natürlich nicht gerne sehen. Hier Leute im Bordell vergnügen. Ich gar nicht verstehen. Ja, leuchtet nicht so wirklich ein, ne? Nee, absolut nicht. Da ist noch eine Wache. Die soll mich aber jetzt zwar nicht weiter stören, sondern ich geh jetzt nochmal da hinten. Waren ja noch zwei Türen. Teil war das, ne? Ja. War ich in dem Raum hier rechts schon drin? Frage,
Nee, ich glaube auch nicht, oder? Oh ja, hier sieht's aber nett aus. Jetzt könnte man einziehen. Oder Sachen mitnehmen. Das Diadem oder so. Hier kann man nicht öffnen. Schlüssel, und der nächste Schlüssel. Also es ist dreimal derselbe scheinbar. Shit. Einfach wieder hinstellen. So, und hier drüber müsste dann ja wohl seine... Haben wir da gerade eine Tür aufgemacht da draußen? Geld. In den Stuhl gekommen? Kann auch sein. Aber die Truhe mit dem Geheimfach interessiert mich ja jetzt natürlich, wo immer die ist. Ah, das, dafür ist es, denke ich, auch zu nah an der Wand dran, als dass da was dahinter sein könnte. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Hier haben wir jetzt alles eigentlich ausgeschafft. Ja, du wolltest dir noch genau die Türen anschauen. Ja. Schlossen. Gucken, ob einer unserer Schlüssel passt. Ja, tut er. Oh. Okay. Einer. Nein, hier ist keiner. Dreht er sich einfach um? Kommt heraus und kämpft! Sogar keiner, Mann. Geh doch weg. Der hat auch wieder den Schlüssel dabei. Wo wir gerade übrigens so wieder so kurz vor einem Schwertkampf stehen. Das Spiel sollte übrigens ganz am Anfang, wenn es nach dem Entwickler bzw. Schreiber gegangen wäre, eine Schwertkampfsimulation werden. Mein Nachbar und ich haben auf jeden Fall teilweise da einen draus gemacht, das kann ich euch versichern. Ja, das ist ja heute auch häufig noch so, dass man sich wie bei so einem Spiel wie, was du vorhin schon angesprochen hattest, Dishonored ja auch dafür entscheiden kann, das einfach komplett offensiv zu spielen. Was dann nicht unbedingt so viel Spaß macht meistens, weil es dann einfach auch viel zu schnell vorbei ist, aber... Wahl wird einem prinzipiell ja gelassen. Ja, aber hier hat das die Marketingabteilung damals verhindert. Okay, ja, dann können wir der Marketingabteilung sehr, sehr dankbar sein, dass wir einen der Meilensteine der Spielegeschichte bekommen haben. Oh ja. Das kann man eigentlich nicht anders ausdrücken. Find ich gar nicht. Oh, auch hier geht wieder, man ist mit dem Wasserfall besser sichtbar, als wenn man eine Knüppel in der Hand hat. Da leuchte ich quasi, so gelb. Komplett schwarz. Das ist eine Mechanik, die man im neuesten Teil dann sehen wird. Genauso funktioniert. Bewege mich natürlich auch besser sichtbar. Hier bin ich generell ganz gut sichtbar. Ich will jetzt schon darüber eigentlich, muss ich sagen. Die Frage ist, wie mache ich das am besten? Ja. Warten, bis er sich das nächste Mal umdreht. Dann versuchen hinzukommen, ihn umzuklatschen. Rechts hinter dir eine Mauer gewesen? Ich hatte da gerade gar nicht so aufgepasst, muss ich gestehen. Ja, also ich komme hier schlecht weg. Saal? Ein Thronsaal. Ziemlich überzogen. Garrett hat einfach die geilsten Sprüche. Okay, wolltest du ihn da draufsetzen? Ja, aber das funktioniert nicht so ganz. Legen wir ihn dahinter. Ja, da ist sein Zepter. Aber ich will trotzdem noch das andere Zeug haben. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Da haben wir es doch. Okay, damit haben wir den Auftrag schon erfüllt. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich dachte, wir eigentlich müssen noch entkommen. Aber wir haben das Sprungzepter geklaut.
Statistik können wir uns mal kurz angucken. Relativ lang gebaut, 55 Minuten. Und haben, ja, gut 500 Gold haben wir liegen lassen. Aber 3 von 3 Sachen gestohlen, die man stehlen konnte, scheinbar. Gemeine Morde, niemanden zum Glück. 7 Wunder melden, das waren, wo wir neu geladen haben. Schuldige keine und die übrigen Toten 0. So soll es sein. Ja, würde ich sagen, fahren wir mal fort. Wie es weitergeht. Ich wollte Kati das Zepter bringen, aber er war nicht zu Hause. Die Hammeriten haben ihn verhaftet. Offenbar stört sein Gewerbe den Orden. Dann wird ihn auch meines missfallen. Hoffentlich komme ich ihm nicht unter die Augen, wenn ich Kati aus dem Gefängnis befreie. Denn genau das habe ich vor. Sie halten Kati in einem Bergwerk gefangen, das in einen Steinbruch getrieben wurde. Der Steinbruch ist geflutet, aber die Hammeriten nutzen die am höchsten gelegenen Stollen noch. Sie haben einen Teil der Anlage zur Strafanstalt umgebaut. Für jene, die ihren Glaubenssätzen zuwiderhandeln. Ein Kollege, der dort eingesessen hat, gab mir einen Lageplan. Ziemlich schwierig, den Haupteingang zu benutzen, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Das Bergwerk öffnet sich zu einem Hügel südlich des Steinbruchs hin. Ich werde hinunterspringen und mich zum Gefängnis voranarbeiten, das irgendwo im Norden am Berghang liegen soll. Die Hammeriten meiden die tieferen Stollen, weil es dort unten angeblich spukt. Ich erledige diese Tour nur ungern, aber Kati ist ein verlässlicher Hehler und mir passt nicht, dass die Hammeriten ihn entführt haben. Außerdem schuldet er mir noch Geld für den Bruch bei Befford. Ja, da kommen wir jetzt mit der zweiten Gruppe in Kontakt, nämlich den Hammeriten. Dass die sich unseren Hehler geschnappt haben, ist natürlich nicht so geil. Der Weg durch das Bergwerk ist nicht auf ihre Karte eingezeichnet. Erkunden Sie die Gegend, um den städtischen Kerker zu finden. Schuldet Ihnen noch etwas für den Einbruch bei Befford, befreien Sie ihn, um Ihren Lohn zu bekommen. Okay? Wir können einen heißen Tipp kaufen. Nachforschungen können Ihnen verraten, wo die Hammeriten Kati festhalten für 300. Würde ich mitnehmen, muss ich sagen. Ja, wir müssen allerdings auch mal gucken, wie viele Wasserpfeile wir wieder brauchen noch. Ja, kann man hier genug normalen Tipp kaufen. Nehmen wir auch mit. Jetzt müssen wir mal... Da können wir 10 Pfeile kaufen, 10 Wasserpfeile. Das andere brauchen wir, glaube ich, nicht. Moospfeile haben wir schon 4. Denn ein Eiltrank, laufen wir dann schneller? Ja. Ah ja. Das ist ja große Geschwindigkeit, ich denke, den brauchen wir nicht, aber die Wasserpfeile... Nein, stimmt auch nicht. ...kann man nie genug haben. Okay, das sollte... ...klappen. Ja. Mal wieder 30 Stück. So. Lesen wir uns erstmal die Tipps durch, die wir haben. Das heißt, dass die Hammeriten die obere Ebene des Bergfests bald wieder zurückgewinnen wollen, weil sie dort ein... Segneter Weihwasserquell befinden soll. Okay. Ja, Weihwasser und weiß ich schon, was auf mich zukommt, nämlich Untote. Der heiße Tipp ist, laut Dicket, einem kürzlich aus Craxleft entlassenen Ketzer, ist Kati im Zellenblock 4 eingekerkert. Also brauchen wir den Zellenblock 4. Hier im Moment. Wir müssen durch das Bergwerk und dann nach da oben. Dann wahrscheinlich. Okay, der obere Querschnitt. Das ist dann, um Gottes Willen. So ist die Zombie-Idee auf jeden Fall geblieben, die hier ursprünglich schon mal in dem Schwert. Der Schwertsimulation war. Damit sollten nämlich Tschernobyl-Zombies. Ah ja. Ja. Der Sowjetunion unterwegs sein, die man.
Schwert töten sollte. Richtig, weil sie gegen Kugeln immun gewesen wären. Okay. War die ursprüngliche Idee einmal. Ja, ich bin ja persönlich kein großer Fan von Zombies in diesem Spiel, aber es gehört einfach zum ersten Teil dazu. Im zweiten ist es dann seltener. Ist halt irgendwas. Diamanten snacken. Gleich irgendwo ankommen, wo ich noch Luft habe. Das sieht mir doch so aus, ja. Ich hätte jetzt auch nicht mit Zombies gerechnet, muss ich sagen. Ja. Gehört zu diesem Spiel dazu, also zum ersten Teil haben sie das eingebaut. Ich denke, eigentlich auch gar nicht mal so unpassend. Aber im zweiten ist es dann weggefallen. Der zweite fällt mir dadurch auch wesentlich besser noch. Okay, wir können scheinbar noch eine Etage nach unten. Und dann geht's eine ganze Menge nach oben. Da gammelt schon irgendwas. Der ist so tot, wie er aussieht. Es sind auf jeden Fall Fliegen um ihn rum, ja. Will das denn jetzt als töten, wenn wir einen Zombie töten? Nee. Oh. Fressen aus. Ja, ja, aber die Fliegen bleiben da. Hier geht's in die Fabrik. Ah, wir gucken uns erstmal um. Ich weiß auch, dass man die, glaube ich, nicht bewusstlos schlagen kann. Ich nehme trotzdem mit dem Knüppel. Wobei, ich kann ja auch nichts in der Hand haben. Selber raus. Und dass man die halt mit Weihwasser besiegen muss. Mal schön hier Goldbrocken und so mitnehmen. Und weiter umgucken. Wenn es irgendwie einrichten lässt, werde ich die einfach umgehen alle. Scheinbar schon mal gewesen. Ah, und hier kann ich meine Wasserpfeile, habe ich ja den Tipp bekommen, in heilige Wasserpfeile verwandeln für 30 Sekunden. Und habe dann ein Mittel, um die Zombies zu besiegen. Ja gut, das heißt aber, wenn wir auf einen Zombie treffen, müssen wir die Wasserpfeile verwenden. Aber auch nur für 30 Sekunden hielten die jetzt, oder wie? Richtig, die sind jetzt für 30 Sekunden geweiht. Das heißt, du könntest jetzt kurz Ausschau halten, ob dir was ist, ansonsten müsstest du, sobald du einen angelockt hast, richtig, wieder dorthin zurückgehen. Wohl aus. Vorne war ich noch nicht. Ich meine, dass man, ich weiß aber auch noch da wieder nicht, ob es in dem Teil ist oder dann im späteren, dass man Weihwasser mitnehmen kann in so Flaschen. Überhaupt keinen Plan mehr. Hattest du da jetzt eigentlich, das hattest du in Darkmod ja, dass du die Schwierigkeit ändern konntest? Ja, kann ich hier auch. Da unten ist eine Spinne. Hier war ich gerade auch nochmal. Dieses Schwierigkeitsändern und daran halt ja nicht das Design des Levels direkt zu ändern, sondern verschiedene Aufgaben dann dazu zu bekommen. Dass man wieder entkommen muss und so. Ich glaube, deswegen musste ich auch eben, also war ich ja überrascht, dass ich nicht noch irgendwie weg muss mit dem Zepter. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir auf normal spielen. Das ist durchaus möglich, ja. Und ich dann einfach quasi nicht entkommen muss, sondern nur mein Auftragsziel erreichen muss. Auf jeden Fall ist das ein, haben sie das aus GoldenEye damals entnommen. Okay. Gab's damals schon. War eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Nintendo 64. Ja, stimmt, da schwärmst du immer mal wieder vor. Oh ja. Ich hatte ja keinen N64, von daher weiß ich das nicht. War damals richtig schwer zu bekommen, weil das damals schon indiziert worden ist. Ich glaube, da ist ein Kandidat rum. Hier ist hart. Oh ja. What? Das sind auf jeden Fall keine Fliegen. Erstmal speichern. Mal.
Okay.